So ein neues Stück zu lernen, sich zu konzentrieren, etwas völlig Neues im Kopf zu kreieren, ist irgendwie auch Gedächtnistraining. Darum spiele ich jetzt hier Gitarre, damit ich Ihnen zeigen kann, wie kreiere ich neue Gedanken in meinem Kopf, wie mache ich Hirnjogging. Gitarre spielen ist eine Möglichkeit. Klavier spielen, Russisch lernen. Gedächtnistraining. Natürlich, der Vorteil bei Gedächtnistraining ist, man hat einen konkreten Nutzen im täglichen Leben. Der Vorteil von Gitarre, ich liebe Gitarre spielen. Also man lernt neue Dinge nur dann gerne, wenn man sie leidenschaftlich tut, wenn man ein klares Ziel hat. Ich habe das klare Ziel gehabt, dieses Led Zeppelin Intro einfach mal zu können, um mal dieses Gefühl zu haben, wie sich Jimmy Page auf der Bühne gefühlt hat. Es ist gar nicht wichtig, ob das jetzt gut, perfekt oder was. Es ist kein Wettbewerb. Es ist einfach für sich besser werden. Und beim Gedächtnistraining geht es genau ums Gleiche. Was kann man alles so machen mit Gedächtnistraining? Ja, schauen Sie sich mal dieses Video an. Dann werden Sie es mal am eigenen Geiste, am eigenen Körper erleben. Tja, werde relativ oft gefragt, was ist denn eigentlich Gedächtnistraining? Und dann kommt immer meine Gegenfrage. Naja, was würdest du denn gerne bei deinem Gedächtnis verbessern? Wo findest du es cool, wenn du besser würdest? Zum Beispiel, willst du besser reden können, ohne dass du da einen Spickzettel brauchst? Oder hast du Lernstoff zu verarbeiten und willst den im Kopf behalten? Oder möchtest du dir Namen besser merken können oder Zahlen? Zahlen ist ja so ein Thema, wo man heute sagt, kann ich ein Handy brauchen? Und dann, ja, Zahlengedächtnis ist schon toll, wenn man es kann. Es gibt auch Selbstvertrauen, wenn man einfach seine Telefonnummer kann. Oder beim Freisprechen, klar, man wirkt besser, wenn man frei sprechen kann. Also es hängt vom Ziel ab. Das Erste, was ich brauche für ein gutes Gedächtnistraining, ist ein klares Ziel. Das Zweite ist, ich brauche eine Technik. Diese Technik muss mir jemand so kommunizieren, dass ich die auch kapiere. Und das Dritte ist Durchhaltevermögen. Und wann kommt Durchhaltevermögen? Wenn ich Erfolgserlebnisse habe. Also immer Schüler, die vielleicht nach 10 Jahren Schule nicht mehr so wahnsinnig motiviert sind, die kriege ich relativ schnell wieder motiviert zu sein, wenn sie plötzlich merken, wow, es funktioniert. Denen erzähle ich dann eine Geschichte von wegen, kannst du dir einen Mann vorstellen, der hat so in der Hand eine Tomate? Da gucke ich dem in die Augen, ob er das jetzt auch wirklich sieht. Und aus dieser Tomate kommt so ein Erika-Blümchen. Und dann kommt der Nikolaus, schnappt sich das Blümchen und geht damit Golf spielen. Und wenn er einlocht, dann zieht er eine Ziehharmonika. Aufgrund der Musik kommt Königin Elisabeth mit dem Ferrari von Michael Schumacher. So was erzähle ich dem. Der guckt schon ein bisschen, Dann frage ich ihn aber, sag jetzt mal, wenn ich jetzt sagen würde, du siehst einen Mann, was hat er in der Hand? Dann sagt er wahrscheinlich Tomate. Und dann kommt so ein Erika-Blümchen raus, dann nickt er, ja klar. Und wer nimmt es? Dann sagt er, ja, der Nikolaus. Was geht er spielen? Wenn er zögert, mache ich dann noch so, dann sagt er, ah ja, Golf. Und wenn er Golf spielt, wenn er einlocht, was macht er dann? Also, ja, da zieht er eine Ziehharmonika. Und wer kommt dann? Ja, Königin Elisabeth. Und die kommt mit dem Ferrari von Michael Schumacher. Das wiederhole ich dann 2-3 Mal. Das ist eine der Grundregeln beim Lernen. Ich lasse mir immer 5 Mal Zeit. Es ist mir wurscht, wenn ich Fehler mache. Ich werde einfach besser. Immer beim 5. Mal ist es einfach. Also ich habe noch niemanden erlebt, der nicht nach dem 5. Mal die Geschichte perfekt erzählen konnte. Mann, Tomate, Erika Blümchen, Nikolaus geht Golf spielen beim Einloch und zieht die Ziehharmonika, kommt die Königin Elisabeth mit dem Ferrari von Michael Schumacher. Und dann kommt es darauf an, was das für ein Student ist oder Schüler. Und dann werde ich in dem wahrscheinlich ziemlich begeistern, weil ich dem sage, hey, es gibt doch in der Literatur den Nobelpreisträger Thomas Mann und der hat 6 Kinder und die hast du jetzt gelernt. Tomate Mann, Thomas Mann. Und das erste Kind war Erika. Dann kommt der Nikolaus, ist das der Klausmann. Dann geht der Golf spielen, locht ein, Golo-Mann.
zieht eine Ziehharmonika, Monika Mann, dann kommt die Königin Elisabeth, Elisabeth Mann. Und dann kommt die mit dem Ferrari von Michael Schumacher, ist Haupt-Michael. Und somit weiß ich, in der Reihenfolge, wie die geboren sind, die sechs Kinder. Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael. Und jetzt hat dieser vis-à-vis zum ersten Mal ganzheitlich erlebt, hey, klar, eine Geschichte draus machen, wenn ich einen Lernstoff habe, funktioniert hervorragend. Kleine Dinge, bis zu großen Dingen. Ich habe in meinem Mega-Memory-Set Übungen, die gehen dann 50 Wörter lang. Dann hast du irgendwas, eine Landkarte im Kopf oder was immer. Mein Ziel ist mit den Übungen eigentlich, die Menschen zu motivieren, es zu erleben, um sich dann zu entscheiden, ich will das üben, das ich selber kann. Das geht nur, wenn man genügend Zeit hat. Ich brauche den Menschen beim Üben 20 Stunden. So. Und wenn er 20 Stunden mit mir geübt hat, darum sind das ja Videos, die man zu Hause streamen kann, immer wieder, unbegrenzt lange. Wenn der das tatsächlich macht, dann hat er vielleicht über 3 Monate verteilt 20 Stunden geübt und dann kann der das sein Leben lang wie Fahrrad fahren. Ist natürlich klar, man muss es tun. Ja, das war jetzt ein kleines Beispiel. Das geht immer wieder. Gestern muss ich einkaufen für meine Frau und dann sagt sie zu mir, bring Fisch. Dann sage ich, gut, ich stelle mir einen Fisch vor und dann sage ich, okay, dann sollte ich noch Joghurt bringen. Dann lag auf dem Fisch ein Joghurt. Und dann sollte ich noch Ananas bringen, da war in der Joghurt drin eine Ananas. Und dann sollte ich noch so Päckchen bringen mit so Knäckebrötchen. Dann stellte ich mir vor, ja, in der Ananas schiebe ich noch ein Knäckebrot rein. Das ging so weit, das waren etwa 15 Dinge und ich konnte die im Laden einfach so abrufen. Ist eine der Techniken. Es gibt dann noch eine andere Technik, die Loki-Methode. Aber die Geschichtentechnik, die ist echt cool und ist tatsächlich die effizienteste, außer ich will Dinge nummeriert lernen. Dann muss ich die Logitechnik können. Aber mit so diesem bildhaften Denken ist eigentlich nur eine Entscheidung. Ich muss mir einfach den Fisch vorstellen mit dem Joghurt und der Ananas und dem Knäckebrot. Dann geht das plötzlich gut. Aber man kommt komischerweise nicht selber auf die Idee. Also, wenn Sie das trainieren wollen, dann würde ich vorschlagen, drücken Sie unten vielleicht auf ein Like, dass das andere Leute auch sehen, dass Sie vielleicht mal das an Freunden weiterleiten oder schauen Sie vielleicht in diese Offerte rein, da kriegen Sie das Produkt etwas billiger, als wenn Sie es in meiner Homepage kaufen, damit Sie einen gewissen Nutzen haben. Und beginnen Sie sich, entscheiden Sie sich zu üben zu beginnen, dass Sie sagen, ich will das können. Nur dann macht es Sinn natürlich. Es ist völlig egal, ob Sie sich besser Sprachen merken können wollen oder Zahlen oder Namen. Es sind alle Themen sind abgehandelt im Mega-Memory und zwar so, dass Sie sie können oder nicht, dürfen Sie mich sogar persönlich anrufen. Das ist ein Service, den ich biete. Das heißt, wenn Sie Fragen haben beim Lernen oder eine Übung haben, wo Sie nicht wirklich sehen, wie Sie es machen sollen, dann können Sie mich persönlich ansprechen. Am besten schreiben Sie mir eine E-Mail und ich werde dann sagen, wann wir telefonieren können. Okay, also viel Vergnügen beim Üben. Drücken Sie unten und beginnen Sie mit dem neuen Gedächtnis, das Sie eigentlich haben, aber noch nicht vielleicht so richtig nutzen.